He-Man, Tal der Macht! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. So müsste es funktionieren. Dann machen wir einen Versuch. Cringer, gibst du uns bitte die Rangofrucht? Aber Cringer, du sollst doch nicht mit vollem Mund sprechen. Wie ich gerade gesagt habe, wenn ihr sie wirklich braucht, dann... Vielen Dank. Toll, es klappt! Ist doch besser als nichts. Die Duplikate sind nur halb so groß wie das Original. Beklagt euch nicht bei mir! Orko, wo kommst du denn her? Ohne euch war es so langweilig im Palast. Da habe ich gedacht, ich besuche euch mal. Was geht hier vor? Mossman, das hier sollte eigentlich ein geheimer Test sein. Ich wollte nicht spionieren. Ich habe hier nur ein Nickerchen gemacht. Dann gehe ich eben woanders hin. Mossman ist der perfekte Spion, ob er will oder nicht. Er kann sich in jede Pflanze verwandeln. Das ist ziemlich praktisch. Sag mal, was macht ihr eigentlich hier mit der Maschine? Man-at-Arms hat mit seiner Vervielfältigungsmaschine einen extra Nachtisch für mich gemacht. Das ist doch kinderleicht. Wenn du willst, kann ich dir noch mehr Früchte zaubern. Frische Früchte! 1, 2, 3, zaubert Orko jetzt herbei! Tut mir leid! Also Orko, wenn du schon da bist, kannst du uns auch helfen, das Werkzeug einzusammeln. Orko? Immerhin hat es funktioniert! Wehe, wenn du mich umsonst gerufen hast, Whiplash! Sieh es dir selbst an, Skeletor! Wunderbar! Mit dieser Maschine könnte ich alles vervielfältigen. Meiner Macht wären keine Grenzen mehr gesetzt. Für heute ist der Test abgeschlossen. Jetzt gehen wir nach Hause. Diese Maschine muss ich unbedingt haben! Ein sehr produktiver Vormittag. Und wir sind rechtzeitig im Palast, um den königlichen Besuch zu begrüßen. Beeilung! Schneller! Viel schneller! Der Laser wird die Triebwerke des Wind Riders lahmlegen. Sie werden landen müssen und dann hole ich mir diese Vervielfältigungsmaschine. Das ist merkwürdig. Wir werden plötzlich immer langsamer, He-Man. Oh nein! Ich habe Angst! Wir fallen runter! Sie fliegen in Richtung Sumpf. Dort werdet ihr sie empfangen. Haltet euch alle gut fest. Ich versuche eine Notlandung im Sumpf. Sind wir jetzt tot? Cringer, wir sind in Sicherheit. Aber andererseits... Wir sind mitten im Teersumpf gelandet und wir sinken ein. Oh nein! Bei der Macht von Grayskull!
Ich habe die Kraft! Wirf das Seil herüber! Der Teer klebt viel fester, als ich dachte. Battlecat, komm, hilf mir! Die Triebwerke sind defekt. Ich kann sie nicht mehr starten. Ich habe eine Idee. Sie müssen hier gelandet sein. Schneller, beeil dich! Das Zugseil ist angebracht, He-Man. Dann sind wir jetzt startklar. Haltet euch gut fest. Es geht wieder hinauf in die Lüfte. Ich versuche nochmal, die Triebwerke zu starten. Triebwerke laufen wieder. Das hast du gut gemacht, He-Man. Das hast du gut gemacht, Whiplash. Sie sind uns entkommen und wir sitzen in diesem Sumpf hier fest. Oh Mann, oh Mann. Wie ist denn das passiert? Eure Lage scheint hier wirklich verzweifelt zu sein, Jover. Ja, sie ist in der Tat... Was ist da draußen für ein Lärm? Es ist Prinz Adam, Majestät. Tut mir leid, Vater, Mutter. Jover, Jeeta und Jade, das ist unser Sohn Prinz Adam. Unsere königlichen Gäste sprachen gerade von ihren Sorgen. In unseren Wäldern leben viele wilde Tiere. Damit uns die Tiere nicht anfallen, wenn wir in den Wäldern unsere Nahrung sammeln, müssen wir uns unsichtbar machen. Und wie macht ihr das? Gambit! Um uns unsichtbar zu machen, brauchen wir... Gambit! Komischerweise sind unsere Gambit-Vorräte so gut wie aufgebraucht. Das ist unser allerletztes Stück und es hat leider nur noch wenig Kraft. Das bedeutet, wenn wir nicht schnell welches finden... Dann gibt es keine Zukunft für unser Volk. Dann müssen wir alle verhungern. Mir fällt etwas ein. Folgt mir. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich kann nicht garantieren, dass es klappt. Aber wenn diese neue Maschine wirklich Bambit vermehren kann, dann bedeutet das... Dass wir gerettet sind. Achtung! Ein revolutionärer Spezialschneidbrenner durchdringt alles, sogar den Boden deines Palastes, Randor. Oh, wie ich sehe, habt ihr Besuch. Jover, der mir einst seine Hilfe verweigerte, als ich den Diamanten von Lockmead stehlen wollte. Ihr braucht wohl Bambi. Hey, Cringer, aufwachen, wir werden gebraucht. Ich weiß, was das bedeutet. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Skeletor hat die Vervielfältigungsmaschine gestohlen. Komm, Battlecat, wir nehmen Attack Track. Ich komm auch mit. Attack Track, sind wir immer noch auf Skeletors Spur? Natürlich sind wir das. Anscheinend hat Skeletor uns zu Ehren ein paar Laserminen ausgestreut. Vermutlich ist das ganze Gebiet damit übersät. Kein Problem. Von hier aus erkenne ich sie rechtzeitig. Achtung, eine ist direkt vor uns. Fahr weiter nach rechts, Attack Track. Ich hatte die Mine schon geortet und den Kurs entsprechend geändert. Du kannst deinen Hals wieder einziehen, Mechanic.
Das Hindernisrennen scheint bald zu Ende zu sein. Vor uns ist noch eine Lasermine. Fahr mehr nach links! Nach links! Ich fürchte, hier ist Endstation. Du bist anscheinend neu hier. Endlich können wir die Maschine ausprobieren. Es wird nicht mehr lange dauern, dann hat Eternia einen neuen König. Mich! Nochmal! Ruhig, ihr Skeletoiden, ihr wunderbaren Kreaturen. Hört gut zu. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir besetzen den Palast des Königs. Dann wird er mir gehören. Alles gehört an mir. Hier kommt König Skeletor. Ja. Von Skeletor ist nichts zu sehen. Anscheinend haben wir seine Spur verloren. He-Man! He-Man! Hier ist He-Man. Was gibt es, Mossman? Du solltest sofort zurückkommen. Hier wird es gleich großen Ärger geben. Was ist los? Ich kann jetzt nicht mehr länger reden. Bitte beeil dich. Was meinst du, He-Man? Was sollen wir jetzt tun? Was bleibt uns schon übrig? Wir fahren zurück zum Palast. Wir sind gleich da. Da vorne ist der Palast. Was ist denn, Battlecat? Es gibt eine Menge Ärger. Du meinst eine Menge kleiner Ärgernisse. Skeletor hat mit der Vervielfältigungsmaschine lauter Kopien von sich hergestellt. Eins ist sicher, wenn hier so viele komische Kreuze herumlungern, kommen wir niemals durch den Haupteingang in den Palast. Aber durch den Regenbogentunnel. Was für ein Regenbogentunnel? Das ist ein Geheimgang, den der König für Teela und Adam angelegt hat, als sie noch Kinder waren. Fahren wir. Der Eingang zum Tunnel muss hier irgendwo sein. Beeil dich, He-Man! Sie kommen! Und wir verschwinden! Hör mal, Skeletor, ich hab genug von deinen Spielchen. Zeig dich endlich! Skeletoiden werden wir genannt und für unsere Bosheit sind wir bekannt. Es folgt jetzt ein kleines Konzert mit stark negativem Hörgenuss. Wir nennen so etwas eine akustische Falle. Bei mir habt ihr Pech, mich erwischt ihr so nicht. Hätte ich doch bloß meinen Mund gehalten. Wir wussten, dass du kommen würdest. Skeletor hat mit seinen Skeletoiden den gesamten Palast eingenommen. Daran ist nur meine Vervielfältigungsmaschine schuld. Du musst sie finden und zerstören. Dann werden sich die Skeletoiden wieder auflösen. Aber zunächst müssen wir den Palast verlassen. Den Tunnel kennen die Skeletoiden jetzt dummerweise. Der kommt nicht mehr in Frage. Durch die Halle können wir auch nicht mehr. Ich weiß, wie wir hier herauskommen. Das Bammit enthält noch so viel Energie, dass Jova dich und Battlecat unsichtbar machen kann, zumindest bis ihr den Palast verlassen habt. Aber es ist euer letztes Stück. Ohne Bammit müsst ihr und euer Volk verhungern. Das ist jetzt nicht wichtig. Du und dein Volk, ihr seid doch unsere Freunde. Es ist sehr gefährlich. Bitte sei vorsichtig. Vorsichtig! Toll! Das funktioniert ja wirklich. Ich werde die Jungs sicherheitshalber mit ein bisschen Zauberei ablenken. Hallo Jungs, wollt ihr mal einen richtig guten Trick sehen? Frische Früchte, 1, 2, 3, zaubert Orko jetzt herbei! Auf Orko!
Plateau ist Verlass. Battlecat, so war? Ich bin hier, He-Man. Ich auch. Wo ist Skeletor? Er ist wieder im Sneak Mountain und stellt noch mehr von uns her. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir die Maschine finden. Seht nur, sie haben auch Cyclone erwischt. Oh nein, das Bambit ist doch viel schwächer, als ich dachte. Wir werden schon wieder sichtbar. Es sieht ganz so aus und ich fürchte, die Herren sehen uns auch. Oh je. Cyclone, zeig, was du kannst. Geht in Ordnung. Bringt euch in Sicherheit. Ich erledige diese Pimpfe. Damit dürften sie eine Weile zu tun haben und wir gelangen ohne weitere Störung zum Snake Mountain. Sehr gut. Seht her! Ganz Eternia wird bald mir allein gehören. Mir allein! Skeletor! Skeletor! He-Man, Battlecat und Jova werden gleich hier sein. Dummköpfe! Aber das macht nichts. Sie werden Zeugen meines entscheidenden Angriffes auf Eternia. Selbstverständlich als meine Gefangenen. Selbstverständlich! Also, wo ist dieser He-Man mit seinen schäbigen Freunden? Das wird ein Spaß. Auf die Plätze! Fertig! Passt auf! Oh je. Keine Sorge, Zova! Diese Kopien haben denselben Charakter wie Skeletor. Sie sind gierig und egoistisch. Ich hoffe, es gelingt mir, das zu unserem Vorteil zu nutzen. Aber zunächst müssen wir ihr Spielchen mitspielen. Willkommen im neuen Palast von Eternia, He-Man. Ruhig, Battlecat. Jova, du siehst ängstlich aus. Und dazu hast du auch allen Grund. Ich vergesse es nie, wenn mir jemand Hilfe verweigert. Du hast verlangt, dass wir den Diamanten von Lockmeat für dich stehlen, Skeletor. Mein Volk stiehlt aber nicht. Schweig, ab jetzt bist du mein Gefangener. Es ist genug, Skeletor. Kommen wir zur Sache. Warum willst du uns hier festhalten? Ich möchte, dass ihr aus nächster Nähe Zeugen meines größten Triumphes werdet. Wenn ich heute Abend meine kleinen Helfer vervielfacht habe, dann bin ich der Herrscher von Eternia. Du, Skeletor? Du bringst mich völlig durcheinander. Ich dachte, sie werden jetzt die Herrscher. Willst du sie nicht dafür belohnen, dass sie für dich die Schmutzarbeit erledigt haben? Ja, was meinst du damit, dass du der Herrscher von Eternia wirst? Ich werde der Herrscher. Nein, ich werde regieren. Ich bin klüger als du. Ich bin der Bösartigste. Ich habe die Macht über Eternia verdient. Und ich teile sie mit niemandem. Ich werde jetzt die Vervielfältigungsmaschine vernichten. Dieses Megastahltor ist unzerstörbar, He-Man. Du kannst gar nicht an die Maschine ran. Haltet ihn auf! Du bist nicht so schlau und so stark, wie du denkst, He-Man. Fühlst du dich etwa schwach? Deine Kräfte saugt der Strahl alle weg mit einem Mal. Weiter bestrahlen, nehmt ihm die Kraft. Jetzt ist Schluss, He-Man. Seid ihr bereit, Jungs? Wir sind bereit! He-Man, ist alles in Ordnung? Ja, Zova, meine Kräfte sind wieder zurückgekehrt und dir wird auch geholfen. Bambit! Oh Mann, es ist wirklich Bambit! Skeletor hat also euer Bambit gestohlen. Er wollte sich dafür rächen, dass ihr ihm nicht geholfen habt. Für Skeletor war das eine bittere Pille. Er stand seiner eigenen Bosheit gegenüber. Und das mehrfach. Ich habe auch etwas gelernt.
Nämlich, dass eine Vervielfältigungsmaschine viel zu gefährlich ist. Finde ich auch. Wozu braucht man einen Vervielfältiger, wenn ich da bin? Ach, Bambit kommt 1, 2, 3 durch Orkos Zauberei herbei. Heute haben wir erfahren, dass es nicht gut ist, wenn man alles bekommt, was man haben möchte. Wenn wir etwas besonders gerne mögen, Süßigkeiten zum Beispiel, dann wollen wir immer mehr davon. Aber meistens ist es nicht gut für uns, solchen Wünschen nachzugeben, egal wie gern wir das auch tun würden. Wenn ihr also wieder einmal Bonbons bekommt, denkt daran, dass zu viele davon ungesund sind. Aber mir würde das nichts ausmachen. Darüber sprechen wir später, Orko. Bis zum nächsten Mal.